Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich begrüße euch. Wir schreiben den 22.09.2023, 17.26 Uhr. Und ja, es ist ein Freitag. Ja, es ist schon 5:30 und ja, ich bin immer noch hier im Büro am Arbeiten. Und warum? Ja, weil es letztendlich, wir haben September und das ist die Hochsaison. Ja, also wir haben natürlich Saisonalitäten in der Lead-Generierung B2B, ja, ganz deutlich. Also die startet letztendlich also im Neujahr, ja, so im Februar rum. Ja, also wenn dann so die letzten auch irgendwie Ende Januar dann aus ihrem Urlaub Winterschlaf zurückgekommen sind, ja, und endet dann so, sagen wir, Mitte Juli, Ende Juli. Da passiert meistens noch was Mitte Juli, aber dann so Ende Juli und August ist meistens ein bisschen Flaute, ja, um es auch untertrieben mal ein bisschen zu sagen. Also das ist irgendwie, jeder ist im Urlaub, ja, besonders bei den heißen Sommern, die wir jetzt haben. Das ist einfach so, war schon immer so. Und dann im September geht es wieder Vollgas los. Und dann werden schon wieder die nächsten Budgets geschnürt, auch Jahresbudgets vor allem, ja, fürs kommende Jahr. Also ganz wichtig hier eben zu kommunizieren, hiermit wirklich mit allen möglichen Entscheidern, die du irgendwie auf deinen Listen hast oder auch noch nicht auf deinen Listen hast. Wenn du noch mehr Kontakt brauchst, dann komm zu uns, ja. Wir helfen dir dabei. Und also wirklich deine Fühler auszustrecken zu allen Leuten, die irgendwie relevant für dich sind. Also wirklich Vollgas geben in der Akquise, weil viele haben dich einfach nicht in Erinnerung. Ja, du magst vielleicht gesprochen haben mit denen vielleicht vor 6 Monaten oder sowas, ja. Und ja, dass du da eben vorne mit dabei bist. Also es gibt ja gewisse Methoden, die wir in der Akquise auch mit Follow-ups, mit diversen Gesprächsleitfäden und halt auch letztendlich ans Ziel dann führen. Ja, also letztendlich, ich möchte dir nur einen Impuls mitgeben, dass jetzt die Zeit ist, wo du jetzt, wir haben jetzt wie gesagt September und ich bin ja hier in München, ja, wir sind ja hier näher beim Harras und mit diesem Büro jetzt zumindest, und die sind alle am Oktoberfest, ja, ich bin nicht immer am Oktoberfest, ja, ich bereite mich vor, weil die Saisonalität es verlangt, Top-Performance abzuliefern für mich und meine Kunden ganz besonders. Und das würde ich auch jedem anderen empfehlen. Und dazu habe ich auch auf meinem YouTube-Kanal viele Tipps schon rausgehauen. Und selbstverständlich, wenn du interessiert bist, dass wir dir weiterhelfen, und zwar ganz konkret weiterhelfen. Ja? Das bedeutet, wo bist du, wo willst du hin? Und wir zeigen oder wir helfen dir, wie der Weg dorthin sein kann und was du genau brauchst. 1, 2, 3, 4, 5, ja, was du genau brauchst, wie du es genau umsetzt und was es dich kosten wird, ja, denn es ist klar, von nichts kommt nichts, ja, und du musst so oder so investieren, wenn du von A nach B willst, ja, die Frage ist nur, mit wem, ja, und wie schnell. Und wie nachhaltig? Und was bist du bereit, dir selbst zuzutrauen? Beziehungsweise bist du auch bereit, dich zu verbessern, auch Kritik anzunehmen? Viele da draußen sind letztendlich auch, ich sehe es auch sehr stark bei Vertrieblern. Wenn ich mit größeren Kunden zusammenarbeite, sind dort Vertriebsteams, mit denen wir kooperieren. Und die sind teilweise sehr beratungsresistent, weil sie letztendlich, es ist ein Zeichen von Schwäche. Ja? Also wenn ich, Beratungsresistenz ist ein Zeichen von Schwäche. Das bedeutet, ich bin mir eigentlich selber unsicher, möchte es nach außen hin nicht kommunizieren, ja, habe Angst, meinen Job zu verlieren, im schlimmsten Fall. Und deswegen zeige ich nach außen hin, ja, ich kann schon alles. Ich bin der Beste, ich kann schon alles. Ja? Und das einfach nur mal so zur Erinnerung, wenn du zum Beispiel Vertriebsleiter bist oder Geschäftsführer und hast schon ein paar Leute, das ist immer ein Zeichen von Schwäche. Aber ich will mir jetzt hier unter den Vertrieblern jetzt keine Feinde machen, aber letztendlich möchte ich ja meinen Auftrag bestmöglich erfüllen und der bedeutet Top-Performance. Ja, für all meine Kunden und auch künftigen Kunden und ehemaligen Kunden auch schöne Grüße an der Stelle. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut weiterhin und dann klopfe ich auf den Tisch
für die Endsaison, für den Endspurt. Bis dahin, euer Thomas Klein. Morgen früh, ich mache jetzt noch ein paar Sachen und dann morgen früh, in aller Frische, morgen mache ich wieder ein paar coole Videos. Ich werde auch demnächst, auch kann ich gleich ankündigen, konkretere Videos noch machen zum Thema Online-Marketing und die Verknüpfung zur Telefonakquise und Lead-Generierung. Hoch interessant. Ja, ich sehe, dass da sehr, sehr viele Lücken sind. Selbst große IT-Dienstleister und so weiter, die über Jahrzehnte hinweg kein Problem hatten mit Neukundengewinnung, die sich darüber überhaupt noch keine Gedanken gemacht haben. Ja? Und vielleicht jetzt so langsam aufgrund der äußeren Umstände, was weiß ich, vielleicht auch mal auf den Trichter kommen. Und du musst halt, sagen wir mal, schnell sein, um mal da noch quasi die Lücken zu schließen und dir dein Scheibchen abzuholen und möglichst schnell nach oben durchzustarten, dass du eine gewisse Unternehmensgröße erreichst, wo du letztendlich auch gewisse Puffer abbauen kannst und der Rollercoaster, also der sozusagen die Achterbahnfahrt, da nicht mehr ganz so groß ist. Ja, wenn du erstmal eine Unternehmensgröße hast als IT-Dienstleister von 150, 200, 300 Leuten und dann kannst du dir sozusagen ein Kundenportfolio aufbauen von 20, 30 Leuten und wenn da mal einer schwächelt oder zwei oder drei, dann ist das nur ein kleiner Prozentsatz. Aber wenn du nur 3, 4, 5 Kunden hast und einer, zwei schwächeln, dann, na, das ist eben der ganz große Vorteil vom Skalieren und deswegen komm zu uns ins Training, komm zu uns in die Strategie-Session, die ist kostenlos und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin, dein Thomas Klein. Happy Hunting, nicht vergessen.